werte Sammler und Sammlerin, ich bin Selector vom Team Jeunesse und ich grüße euch herzlich zum neuen Manga-Erstindruck, der gleichzeitig Teil der Ultra Power Week ist. Der Themenwoche, in der ich euch 7 Ultraverse-Titel vorstelle und schaue, ob die was taugen. Und heute mit einem Titel, da war ich wirklich richtig gespannt drauf. Der stand auch auf meiner Liste von, hey, vielleicht irgendwann mal gebraucht. Und zwar, ich bin ein mächtiger Behemoth und lebe als Kätzchen bei einer Elfe. Und auch hier, genauso wie mit Hallo, ich bin eine Hexe, verrät eigentlich der Titel schon alles, was man wissen muss. Denn in diesem Manga dreht es sich halt um, ich glaube, es war ursprünglich ein Ritter, ja, der von einem Magier getötet wurde. Daraufhin wurde dieser Ritter allerdings dann wiederbelebt. Zumaßen, es ist halt per se kein Isekai, weil nicht in einer neuen Welt wiederbelebt wurde, sondern immer noch dieselbe. Und er wurde halt nicht als Mensch oder so wiederbelebt, sondern eben als Behemoth. Einem super duper starken S-Rank-Monster, nur halt als Welpe. Wobei Welpe, sagt man eigentlich bei Katzen Welpe? Muss ich mal. Sag mal, ist ja auch gern, bevor ich jetzt gerade im Gedanken vertiefe. Und ja, er findet sich halt dann in so einem Dungeon wieder, versucht dann da erstmal so ein bisschen zu überleben. Als Behemoth hat er zum Glück auch als Welpe eigentlich ein paar gute Fähigkeiten und wird dann trotzdem leider verletzt. Da findet ihn daraufhin dann allerdings unsere Hauptcharakterin, eine liebenswürdige Elfe, und die denkt halt, ach, gucke mal, wie süß, das ist ein Kätzchen, das nehme ich mit und das kümmere ich mich jetzt. Und das ist halt im Wesentlichen der Plot. Die Elfe will halt dann überleben. Und so halt, es ist halt so eine Abenteuer und kurz denkt so, ach, die hat mich gerettet, das ist jetzt meine Meisterin, der bleib ich jetzt treu. Und ich schaue gerade mal nach dem Namen unserer Aria hieß sie. Die Stadt hat auch so ein bisschen Venedig-Vibe. Also, ne? Und ja, das ist halt ein bisschen erstmal die Story. Und nun zur Grundinformation. Der Manga hat, glaube ich, derzeit auf Deutsch 6 oder 7 Bände, wenn ich mich nicht täusche. Basiert halt auf einer Light Novel. Klassiker, kennt man nicht anders. Das Character Design stammt von Mitsuki Yano, das Artwork von Taro Shinonome und die Story von Nozomi Ginyoku. Erscheint in der physischen Fassung, warum auch immer, im Großformat. Ich glaube, damit hat sich Ultraverse wirklich keinen Gefallen getan. Das Artwork ist nicht schlecht, versteht mich nicht falsch, aber eben kein Großformat gut. So würdig. Und ja, die E-Book-Fassung ist dementsprechend dann auch deutlich günstiger. Und es ist halt aus dem Japanischen von Rachel Niedermann übersetzt. Und nun zu meiner Rezension. Wie gesagt, ich ging hier halt wirklich dran mit dem Gedanken, okay, ich habe ein bisschen was Positives gehört. Das könnte eigentlich ein spaßiger Isekai sein. Gut, dass es per se dann kein klassischer Isekai ist, sondern einfach nur eine Wiedergeburtsstory in derselben Welt. Sei mal dahingestellt, aber wenn ich es halt als Isekai betitel, dann verstehen auch die Leute, was ich damit meine. Wir müssen jetzt nicht zu schubladendenkend werden. Und ich wurde auch nicht enttäuscht. Ich fand, der Manga hat Spaß gemacht. Ich fand, es waren ein paar witzige Ideen. Das Artwork ist für diese Art von Manga sogar ganz gut. Ich mag unsere Aria ganz gerne. Die Witze haben funktioniert. Es hat ein bisschen Sexappeal. Man sieht einmal auch Aria oben ohne mit den Nippeln. Allerdings, es ist jetzt nicht so, dass ihr auf jeder zweiten Seite Nippel sieht. Also, ja. Meistens geht es eher so in die Richtung von Fanservice. Ein Leckerli für die Augen, aber jetzt auch nicht, dass ich mir denke, Hammer. Und ja, man hat halt im Vision kompletten erstmal nur so ein bisschen, okay, Aria findet unsere Katze, die sie dann, glaube ich, Tama nennt. Und man lernt erstmal so ein bisschen die Characters kennen. Finde ich sogar gar nicht mal schlecht. Man nimmt sich halt Zeit, erstmal ein bisschen was zu etablieren. Finde ich sogar gut. Finde ich wirklich gut. Anstelle jetzt von jetzt auf gleich Bam 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 Action. Das braucht es nicht immer. Und dann wird's weird. Was ich eigentlich mag. Zum Teil. Denn, wie gesagt,
Tama wird halt für eine Katze gehalten. Es kommt dann allerdings raus, dass sie Magie anwenden kann, deswegen jeder denkt, das ist dann halt eine Elementarkatze. Deswegen kann sie sogar mit in Dungeons kommen. Ist ja super. Ja, Aria wird daraufhin super geil auf Tama und will, dass Tama groß wird, ganz schnell. Weil Elementarkatzen dafür bekannt, es auch mit Menschen und Ähnlichem zu treiben. Und das findet die Aria wohl geil. Da dachte ich erstmal so, okay. Hey, you do you. Was auch immer dein Fetisch ist. Das war aber für mich dann gleichzeitig der Moment, wo ich gedacht habe, nee, das werde ich nicht auf Deutsch kaufen. Denn Bestiality kann meinetwegen in sowas abgewählt werden. Ich habe damit kein Problem. Deutsche Verlage aber schon, weil sie Angst haben, nee, das kannst du nicht zeigen, das muss dann zensiert werden. Und ja, ich kann mir hier halt wirklich vorstellen, dass in den Mangas wirklich mal zum kommt. Wir reden von Japan, okay? Das ist nicht das Unwahrscheinlichste. Sind wir mal ehrlich, das klingt nicht unglaubwürdig, dass die, wenn Tama mal groß ist, dann wirklich mit Arias treibt. Da dachte ich aber erstmal so, okay, hey, okay, unsere Abgabe ist eine Perverse. Super. Was mir hingegen dann nicht gefallen hat, war die Gildenmeisterin, die... wie beschreibe ich? Ich zeig sie euch einfach mal, würde ich behaupten. Dann werdet ihr verstehen, was ich meine. Die gute Anna. Ne, die Gildenempfangsdame. Wo dann auf der zweiten Seite auch schön das Gemächt angedeutet wird. Wo ich mich frage, okay, ist das entweder... Also, hahaha, Transmenschen oder hahaha, oh Gott, wie hießen sie? Diese, ich will nicht sagen Drag, ja, man kann es am ehesten mit Drag Queens vergleichen. In Japan gibt es ja auch diese Cafés und Bars, wo Männer sich als Frauen verkleiden und dann eben sich als die Mama betiteln. Das hat einen Fachbegriff, er fällt mir gerade nicht ein. So oder so, egal was das sein, Anna sein soll. Ich finde, es ist respektlos beiden gegenüber, weil, come on, diese da... So oder so werden diese Art Menschen direkt einfach nur als pervers dargestellt. Und zwar aber halt auf eine eher unangenehme Art und, come on, wir haben 2023. Muss so diese Art Mensch dargestellt werden? Ich weiß nicht. Ich meine, Anna ist an sich ein super lieber Charakter und auch super unterhaltsam, aber gebt ihr doch bitte ein bisschen mehr Kleidung und stellt nicht direkt diese Menschen komplett alle als nur super duper pervers dar. Das gleiche Problem hatte auch Tokyo Aliens. Ich weiß, Tokyo Aliens läuft in Deutschland super duper gut, in Japan auch. Hat aber auch eine sehr fragwürdige Darstellung. In dem Fall war es mein Spruch von einem Transmenschen. I just don't like it. Anna ist eine Herzensgute, sie ist lieb, super, ja, aber ich halt. Nein. Ich weiß vor allem noch viel, damals im Ultra Livestream hieß es, meine ich sogar, dass Anna so das Highlight des Manga wäre. Ich weiß nicht, muss das sein? Ha! Schwierig! Für mich ist es einfach ein Ticken zu sehr ins Lächerliche gezogen. Ich meine, dass hier Aria eine Perverse ist, okay, ja. Dass sie auch ein bisschen leicht bekleidet unterwegs ist, okay, ja. Aber Arias leicht bekleidet ist halt nochmal anders als Annas. Da bin ich vor allem mal auf die englische offizielle Übersetzung dann mal gespannt, weil hole ich es mir mal auf Englisch. Weil in den total legalen Fassungen, die ich gelesen habe, sonst noch, wurde halt beim Vorstellen von Anna auch extra noch in Klammern Male dahinter geschrieben. Ich weiß nicht, ob das dann halt auch im Original, ich gehe mal davon aus, dass das so im Original der Fall war. Das fehlt in der deutschen Fassung komplett und es ist meines Wissens nach nicht das erste Mal, dass in der deutschen Übersetzung tatsächlich Misgendering, vermeintlich, halt
gelöscht wird, weil, nee, das ist unangebracht. Wobei gerade hier, denke ich mir so, die komplette Darstellung wäre in dem Fall unangebracht. Egal ob nun Transmenschen oder eben ne, diese Art von Kneipe, wie auch immer. Da bin ich mal gespannt, ob das auch hier dann der Fall war. Ich weiß zum Beispiel, dass bei Skip and Loafer auch so eine Abänderung gab. Das habe ich im Podcast damals über Transsexualität erfahren. Ja, wie gesagt, ich finde den Manga erstmal spaßig. Ich hätte hier auch wirklich Lust weiterzulesen. Aber als mein Fazit, es ist halt ein Fantasy-Manga mit ein bisschen perversen Humor, der auch eigentlich ganz gut funktioniert. Das lassen wir Anna mal außen vor. Das Design ging mir persönlich ein bisschen zu weit und auch einfach unpassend in der Welt. Okay. Ich mag auch die Perversität von Aria per se ganz gerne. Ich fand so ein bisschen, okay, what? Du willst es mit deiner Katze treiben? Hey, you do you ist ja nur Fiktion, okay? What the fuck? Ich hätte nur hier eben viel zu große Angst, dass es zensiert wird. Dass hier irgendwie mal was rausgeschnitten wird, eben weil es Bestiality, also Zoophilie, abbildet. Wobei auch hier könnte man sich dann versuchen rauszureden, aller, ja, das ist ja kein Tier, das ist ein Monster. Deutsche Gesetze halt, wobei, wie gesagt, wir haben so viel kranke Scheiße in Deutschland schon ohne Probleme bekommen und wenn ich mir vorstelle, sowas soll dann Probleme bringen, ja, naja. Wobei es mich schon wundert, dass der erste Band unzensiert erschienen ist, wenn ich bedenke, dass es auch eine Szene gibt, zwar nicht groß explizit, aber wo Aria ziemlich offensichtlich an einen gewissen Intimbereich der Katze geht. Ja. Das ist natürlich... Ja, ich, by the way, ich muss euch einfach mal kurz jetzt zitieren. Tama, wär bitte ganz schnell groß, ja, und dann irgendwann kannst du dann mein erstes Mal, dann machen wir ganz viel Miau-Miau zusammen, ja. Das steht so im Manga. Ich würde es halt nicht auf Deutsch kaufen. Nein, nein, einfach nur nein. Ich traue Ultraverse da nicht. Ich würde es kaufen, auf Englisch, ja. Nimmt sich preislich eh nicht viel mit. Ob nun die deutsche Fassung mit 10 oder die Englisch mit, ja, mit Rabattcodes 11 oder 12 Euro. Ich find's nett. Ich find's wirklich spaßig. Und da war ich so der erste Titel dieser Woche, wo ich wirklich denke, ja, den hätte ich gerne mal in meiner Sammlung. Nur halt nicht von Ultra. Und ja, nun möchte ich von euch wissen, habt ihr den ersten Band gelesen? Wenn ja, wie fandet ihr ihn? Was sagt ihr zur Darstellung von Anna? Seht ihr es auch so wie ich, ein bisschen kritisch oder denkt so, ja, das ist doch ein Comedy-Manga? Gerne unten in die Kommentare und ja. Bleib Schwitzer außer. Danke fürs Zusehen und seid gespannt auf morgen bei der letzten Vorstellung. Und ich habe noch einen Podcast in petto, der kommt dann auch die Tage noch. Aber lasst euch überraschen. Danke fürs Zusehen und ciao.